aus. Ich tue in dieser Beziehung meinen Teil, meine Damen und Herren. Ich gehe zurzeit zum Beispiel jeden Morgen erst einmal zu meiner Bank und da lasse ich mir mein Geld zeigen. Ja. Ja. Und zwar bar und in ganz kleinen Scheinen. Gestern habe ich darauf bestanden, dass Sie auf jeden einzelnen Schein meinen Namen schreiben. Wollten Sie erst nicht. Habe ich Ihnen gedroht, stelle mich draußen vor die Tür mit einem großen Schild, auf dem steht, in dieser Bank gibt es kein Geld mehr. Ja, ging das aber ruckzuck mit den Begriffen. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Nehmen wir den heiligen Josef, den braven Ackermann. Der hat sich jetzt das Büßerhemd übergezogen und als erster seiner verkommenen Branche erklärt, er werde in diesem Jahr auf seine Bonuszahlungen verzichten. Und zwar, ich habe es mir extra aufgeschrieben, zugunsten verdienter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Geld nötiger haben als er. Also als ich das gelesen habe, da musste ich schon weinen. Der brave Mann, da bekommt das Ackermannsche Wahrzeichen, das berühmte V-Zeichen, noch eine ganz neue Bedeutung. Von wegen V wie Victory oder Verpisst euch. Nein, V wie verzichtet, verzeiht, vertrauen. Und am nächsten Tag hat er gleich noch einen draufgelegt. Da hat er erklärt, er und seine Deutsche Bank werden nicht einen müden Euro aus dem Hilfspaket der Regierung anrühren, weil er sich sonst in Grund und Boden schämen müsste. Oh komm, sag mal, nehmen Sie ein paar Milliarden. Oh komm, eine können Sie doch nehmen. Nein, nein, da schämst du. Nein, 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 das ist mir unangenehm. Nein, nein, ach nein. Bitte. Bislang war ich immer der Meinung, Vertrauen und Bankgeschäfte verhalten sich wie Fressdruck und Diät oder wie Telekom und Datenschutz oder wie Kardinal Meissner und die Homo-Ehe, aber weit gefehlt. Ich sage Ihnen, als der Steinbrück das gelesen hat, da ist ihm erstmal die Paketschnur gerissen. Derselbe Mann, der mit ihm zusammen das Hilfspaket geschnürt hat, der verweigert plötzlich die Annahme und zwar öffentlich und das Gleiche machen all die anderen privaten Geldverbrenner. Stehen vor dem staatlichen Bankautomat wie die Pubertierenden vorm Sexshop und der Regierungssprecher muss auf die Knie gehen und sie anflehen, sie mögen doch um Himmels Willen das Hilfsangebot der Regierung annehmen, weil, Zitat, wer in der jetzigen Situation die Hilfe der Regierung annimmt, der tut nichts Ehrenrühriges. Natürlich nicht. Einer, der aus purer Selbstsucht das Geld anderer Leute verspielt, an welcher Ehre soll der groß rühren, meine Damen und Herren? Aber, und wenn die ganze Zockerbande zurzeit noch zögert, ihre Spielschuld mit Steuergeldern zu begleichen, dann doch nicht, weil die besonders schamhaft wären. Nein, die müssen im Moment einfach überschlagen, ob sie mit den staatlich vorgeschriebenen 500.000 Euro Jahresgehalt überhaupt über die Runden kommen. Nehmen Sie zum Beispiel der Chef der Commerzbank, der müsste auf 2,7 Millionen Euro im Jahr verzichten und seinen Kollegen in den anderen Chefetagen ginge es nicht besser. Die haben in den letzten zwei zwar eindrucksvoll bewiesen, dass sie zu blöd sind, ihre Arbeit richtig zu machen, aber so blöd sind sie dann nun wieder doch nicht. Außer einem. Ackermann, geh du voran.